Mordors Streitmacht ist stark. Doch sie könnte noch stärker sein. All jene, die sich gegen Sauron wenden, müssen sterben. Naharad, ein heißes und exotisches Land, das Reich der Haradrim, treuer Gefolgsleute Saurons. Die Haradrim haben in der Gegend viele Lager. Ihre Loyalität ist käuflich, wenn der Preis stimmt. Wir können sie aber auch mit Gewalt gefügig machen. Errichtet ein Lager und vergrößert unsere Schar. Ja, das ist das Erste, was wir hier auch haben. Ja, jetzt spielen wir direkt mit Mordor. Jetzt schauen wir erst einmal auf die Quest. Rekrutiert die Haradrim mit Gewalt oder Tribut. Was das mit den Tributen auf sich hat, kann ich euch dann gleich zeigen. Wir haben hier erst einmal ganz normale Ork-Krieger. Sind auch Maden genannt. Und wir haben hier Ork-Bogenschützen mit Feuerpfeilen zum Teil ausgerüstet. Und wie ihr seht, wir haben keinen Helden. Mordor im Gefecht. In der Kampagne bekommen wir ab und zu mal einen Helden. Aber wir spielen eigentlich immer ohne Helden. Bis auf, ich kann es schon mal so sagen, bis auf Minas Tirith oder 1-2 Missionen. Werden wir keine Helden haben. Das ist schon mal so. Das Grundlage kann man sagen. Wir müssen ein Geschenk in eines der Lager bringen lassen, um uns ihre Treue zu erkaufen. Seid ihr bereit? So. Hier machen wir erst einmal ganz normal Türme. Und die Zitadelle hat nicht ohne Grund geblinkt. Es geht hier Mordor Tributkhan. Kostet 10.000, aber wie ihr halt beim Böse wisst, Geld spielt in dem Punkt nicht unbedingt eine Rolle. Okay, was haben wir hier? Einmal wie bei Isengard Schlachthaus, erzeugt Rohstoffe und senkt die Kosten für Trolle und Olifanten. Ja, wir können hier Olifanten auch bauen, wie wir hier unten auch gesehen haben. Olifanten kann man gerne ganz normal bauen. Hier Mordor Orkgrube bauen, trainiert Orkkrieger oder Orkbogenschützen. Hier können, und dann haben wir hier Mordor Trollkäfig, trainiert Gebirgstrolle oder Trommlertroll. Trommlertrolle, sobald ihr die kaufen könnt, sind immer sehr gut mit Orks. Und einmal große Mordor-Belagerungswerke. Das ist das wie bei Isengard sozusagen. Bloß, dass wir keine Ballisten bauen können, sondern die Mordor-Katapulte zum Beispiel, Rammen, ja, Belagerungstouren. Wir machen hier erst einmal hier das. Ich möchte hier nämlich Rolle erst einmal auch holen. Und diese Ork-Krieger sind nicht wirklich gut. In Kombination mit den Trommler-Trollen sind die sehr, sehr effektiv. Und im Gefechten, sobald die über Stufe 5 sind, kann man die so richtig gut einsetzen. Aber vorher ist es wirklich Kanonenfutter. Ich kann das ja euch dann zeigen. Wenn man auf Orks geht oder wirklich seine Armee verloren hat, kann ich empfehlen, ruf die Horde. Orks werden schnell erschaffen. Das ist einer der besten Abilities, glaube ich, die es da in dem Punkt dann gibt.
weil die Orks, sobald sie raus sind, in einen kontinuierlichen Strom sozusagen erschaffen werden. Das ist schon sehr, sehr gut. Dann hier noch. Jetzt müsste noch ein drittes Lager geben. Diese Lanzenträger sehen wir auch in... Diese Lanzenträger hier sieht man im... müsste man im zweiten Teil auch sehen. Wo Frodo und Sam bei Gondor gerade ist und bei Faramir dann sind und wo Faramir sie nach Gondor zu seinem Vater bringen will. Gehen wir noch hier rüber. Machen wir mal das auch und dann würde ich sagen, noch weitere Schlachthäuser, weil hier braucht man nicht unbedingt viel. Und ich kann es schon mal so sagen, mit Mordor ab hier, wenn man Stufe 3 oder Stufe 4 mit einigen Truppen erreicht, ist man schon sehr, sehr glücklich. Weil man das zum Teil auch gar nicht schafft, drüber hinaus. Man verliert sehr, sehr viele Truppen. Das ist ab da auch sehr, sehr frustrierend. Weil ihr könnt in eine Mission dann kommen. Und in dieser einen Mission verliert ihr innerhalb von Sekunden eure Armee. Und jetzt auch mal zu den Orks hier, Orkkriegern. Keine Kosten. Schnellrekrutierung R, Kommandopunkte kosten die 20. Bau kostenlos, Stärke Bogenschützen, Schwach, Reiter, Monster, Helden. Das ist so, wenn ihr einen Spam braucht, dann ist das wirklich gut. Spannt eure Bögen! Und jetzt haben wir schon mal einen Troll. Hier können wir Stein suchen. Sucht einen Stein, den du als Waffe verwenden kannst. Der wirft den, das sozusagen. Und das Coole ist, auch wenn die einen Angriffsbefehl kriegen, die rennen dann auf das Ziel zu. Und das, was auch noch bei Trollen hier gut ist, sucht einen Baum. Er benutzt einen Baum als Waffe, dann macht er Flächenschaden. Finde ein Ork zum Fressen. Friss einen Ork, um dich zu heilen. Ich denke, soviel ich noch weiß, dir wird der Troll vollständig aufgeheilt. Wenn er nur noch ein paar Lebenspunkte hat, dann wird er innerhalb von wieder komplett geheilt. So heißen Orks sind sehr praktisch, wenn man auch Trolle dann hat. Beim Trommler-Troll ist es nicht so, der kann nicht fressen. Die können das, aber Trommler-Troll nicht. So. Ich möchte noch ein paar Einheiten haben. Und dann holen wir uns schon mal den ersten Tribut dran. Lasst uns ein Geschenk in eins der Lager bringen, um uns ihre Treue zu erkaufen. Jipp. Aber zuerst möchte ich noch ein, zwei Orks haben. Wir könnten eigentlich direkt runtergehen, weil das spielt ja eigentlich keine Rolle. Weil die Haradrim, wenn man Haradrim auch hat, das ist sehr, sehr gut. Weil ich möchte mit den... Schwörst du, deinen König zu verlassen und Sauron treu zu dienen? Ja, wir schwören Sauron treu zu dienen. Wird
So, jetzt haben wir schon ein paar Mumak hier, auch Olifanten. Hier sehen wir dann auch schon das Haradrim-Symbol, die Schlange. Ist schon recht cool gemacht. Ah, hier. Ja, flieht erst einmal. Weil es auch nicht gerade einfach ist. Oh, weg, weg, weg. Olifanten zu trainieren ist auch so eine Sache für sich. Und die können zum Teil gewonnen-hittet werden. Super. Uncool. Sehr uncool. Können auch Einheiten hier. Ich komme gleich zu dem Mumakil. So, schnell überrennen die mal. Dankeschön. Die mögen kein Feuer, kann ich schon mal so sagen. Das mögen die überhaupt nicht. Okay, dieses Lager werden wir uns wahrscheinlich mit Gewalt holen. Ihr seht schon, Mumakil machen sehr, sehr viel Schaden. Ja, das holen wir uns mit Gewalt. Das Lager. Dann holen wir uns noch 1, 2 Olifanten. Was ich auch noch gerne haben möchte, ist so eine Handvoll Trolle noch. Und übrigens, Olifanten heilen sich wirklich erst mit Stufe 2 oder ihr haltet die wirklich in der Rückhand. Es sind schon mal sehr, sehr viele Truppen, die wir verloren haben. Was mir jetzt halt ganz und gar nicht gefällt. Machen wir mal ein paar Bogenschützen noch. Nein, 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 nicht die Gebäude kaputt machen. Wir brauchen die noch. Wie viel soll ich denn noch von denen töten? Ah. Go, go. Go, go. Ist halt das Problem, wenn man wirklich umzingelt ist von Einheiten. Aber das ist normal. Okay, das waren meine ganzen Einheiten. Also brauchen wir wieder ein paar Mumak hier. Und übrigens mit den Feuerbogenschützen, allgemeinen Bogenschützen, leveln die auch schneller. Bewegt euch! Dann könnte man eigentlich hier unsere Eco mal verbessern. Das, was ich die ganze Zeit vergessen habe. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Noch mehr erwartet, ihr sind gekommen! Beeilung! Ah, überrannt, sehr gut. Wir haben den Trollkäfig vergrößert. Ach ja, Bogenschützen, Perl, hier freigelassen. Bogenschützen, Waffen bereit machen. Und ihr seht, wie schnell auch die Haradrim einen Olifanten auseinandernehmen können. Dieses Lager wird wahrscheinlich nicht mehr lange überleben. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen.
So, werden die auch platt, die ganzen Stufe 2er erst einmal. Okay. Wie gesagt, nicht immer einfach. Und zwar überhaupt nicht. Nein, die Harader schießen auf dich. Geh weg. Und ja, wenn sie kurz vorm Tod sind, dann klagen die so richtig um sich. Du nimmst mal einen Ork und frisst ihn. Dankeschön. Los! Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Okay, ein bisschen wieder zurück. Bogenschützen! Waffen bereit machen! Macht euch kampfbereit! Momentan sehr verlustreich. Nicht klar, ich bin es auch recht zu schnell sozusagen auch angegangen. Zurück. Ganz schnell. Dann bin ich nämlich hier. Aber dieses Lager hier unten, das wird doch recht stark zum Problem. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Schwörst du, Sauron fortan treu zu dir? Diese Armee ist schon fort. Fangt eure Bögen! Seid wachsam! So. Jetzt haben wir halt sehr, sehr viele Harader. Okay, das hätten wir dann schon mal. Was ich gerne jetzt halt hätte, ist das T2 Upgrade. Bewegt euch! Und halt Olifanten mit Bogenschützen obendrauf sind, sollte man auch nicht unbedingt vergessen. Vergesse ich öfter. So. Weil ich hätte jetzt halt gerne noch das Upgrade hier. Ja, das, die Upgrades kosten halt auch recht viel. Und jetzt gehen wir mal zum Angriff über. Vielleicht kriegen wir dieses Lager. Bogenschützen! Bewegt euch! Lager mit Gewalt. Folgen oder sterben. Ich sage das rote Auge.
Go, go. Wenn die auf die eigenen Einheiten fallen, das tut richtig weh. Und das ist halt auch was hier, die kommen generell mit, bei diesem Lager mit Stufe 2 schon raus. Darum, ich denke, wir werden in der nächsten Mission neue Numaki auch noch bauen. Wir doch recht viele Numaki hier verlieren. Und du gehst mir zurück, du gehst mir zurück. Du läufst ab. So. Ihr geht nur weg. Saurons Herrschaft über Mittelerde rückt näher. Von diesem Tage an kämpfen wir für Sauron. Man kann, wie gesagt, diese Mission auf viele verschiedene Art und Weisen spielen. Ja, wie gesagt, wir haben das mit Stufe 1 und Stufe 2, das wäre die